Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich auf euren Wunsch und weil ich mega Bock drauf habe mit bei den 100 Schichten von irgendwas Videos. Und zwar kommen die ja mega gut an. Sind sie sinnvoll? Auf gar keinen Fall. Sind sie unterhaltsam? Ich denke schon, denn wie gesagt, die sind sehr, sehr beliebt. Ich habe mir so ein Haar. Auf jeden Fall machen wir heute zusammen 100 Schichten Contouring. Und ich habe mir hier so ein Bronzer jetzt vorher noch extra gekauft, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, meine teuren Bronzer dafür aufzubrauchen. Und ja, habe jetzt hier so einen und habe einen Real Techniques Pinsel, der auch sehr schön weich ist, weil ich möchte jetzt nicht, dass das irgendwann so voll anstrengend wird. Und genau, werden einfach mal 100 Schichten konturieren. Also 100 habe ich mindestens vor. Mal schauen, wie viele wir zusammen schaffen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es nichts dazu zu sagen. Los geht's. So, ich mache meine Haare hier aus dem Weg ein bisschen. Mein Pony ist schon ziemlich lang geworden, ne? Deswegen, ich überlege, ob ich den irgendwie so ein bisschen wegklippe. Dann, was ich immer mache, ist eigentlich auch nicht viel. Also ich mache immer hier so die Wangen. Moment, machen wir es erstmal die erste Schicht. Hier so. Ich werde aber auch, was ich jetzt gerade intuitiv gemacht habe, eigentlich nicht verblenden, weil das wird sowieso eine Riesenschicht. Warum verblenden? Hier. Dann an der Nase. Normal mit einem kleineren Pinsel, aber das ist jetzt in dem Fall egal, weil... Sollen wir hier noch machen? Machen wir hier noch. Ich mache da normal nie, aber... Okay. Schicht 1. Okay, wir haben jetzt schon ungefähr den Clown-Status nach 20 Schichten. Ein weiterer Stritch. Ich muss aber sagen, das macht irgendwie voll Bock, weil es so eine rhythmische Bewegung ist. Ich komme mir irgendwie schon so künstlerisch vor, so ein... Ich sollte mal irgendein Lied finden, zu dem ich das dann performe. Geht das denn so? Also Status ist jetzt, ich habe noch kaum Platz auf meiner Nase und meine Stirn ist, wie das aussieht, meine Stirn ist auch ziemlich gut abgedeckt, die Wangen sind, also ist es noch konturiert oder ist es einfach nur noch Clown-Make-up, aber irgendwie hat es was, ne? Ich meine, okay, ich mache mal weiter, weil wir haben noch einige Schichten. So geil. Wichtige Info, ich mache jetzt mal einen Richtungswechsel, weil wenn ich immer an derselben Stelle anfange, ist die Seite einfach viel mehr als da. Ich meine, ich weiß jetzt zwar auch nicht, warum das einen Unterschied macht, weil ich habe das Gefühl, ich bin am Ende einfach nur noch orange im Gesicht und meine Nase ist einfach, sieht aus, als hätte ich Sonnenbrand. Okay, was ich gerade überlege ist, hier in der Mitte so ein bisschen wegzunehmen, damit es wenigstens, also ich weiß, der Pinsel ist halt auch viel zu groß für die Nase, aber wie gesagt, wenn ich damit so einen kleinen Pinsel hingebe, ist das nach 100 Schichten auch nicht mehr so. Ist das jetzt besser? Vor allem, ich sehe hier so hell aus. Dabei bin ich hier normal. Okay. Ich meine, man kann ja auch so konturieren, man kann ja drauf machen. Draufklatschen und dann das Überschüssige. Ich meine nicht, dass ich viel überschüssig hätte. Das Überschüssige ein bisschen wegmachen. Okay. Neue Methode, dann machen wir das jetzt so. Ist ein bisschen unangenehm. Ist langsam atme ich auch ein bisschen Bronzer ein. Ich kann mich aber jetzt nicht schneuzen, dann mache ich mein schönes Make-up kaputt. Aber ich hocke hier auch übrigens extra im Wohnzimmer, damit ein bisschen besser zirkulierte Luft ist, als bei mir in dem Drehzimmer, weil sonst, ja,
schwitze ich hier alles wieder runter und das wollen wir ja nicht, ne? Ich möchte so nachher noch auf die Piste gehen. Hallo. Okay, ich muss sagen, neuen Bronzer hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht, weil so viel braucht man jetzt auch nicht davon auf. Es ist in Ordnung. Kann ich eigentlich noch irgendwas so Ernsthaftes zu euch sagen, wenn ich so aussehe? Wahrscheinlich, ne? Also ihr werdet es nicht glauben, aber das hat irgendwie sowas... Ich weiß auch nicht. Sowas beruhigt. Das ist wie Haare flechten irgendwie, weil man immer dieselbe Bewegung macht. Irgendwie ist das so voll entspannend. Ich könnte... Okay, abgesehen davon, dass ich zu viel Bronzer einatme. Ich könnte hier noch länger sitzen, aber ich merke gerade, es ist wahrscheinlich nicht so gut für die... für die Atemweg. Aber es macht voll Bock, echt. Ich will jetzt hier nicht diesen Pinsel hypen oder so, wie ich sag's euch. Der ist einfach so angenehm, dass ich so denke, ach, warum nicht? Komm, mal 1000 Schichten. Sonst nichts zu tun. Achso, ich wollte auf die Uhr gucken, aber gut, so lange hat es jetzt eh gar nicht gedauert. Wir haben 11 Uhr abends übrigens. Morgen geht's zu Beyoncé. Sorry, wenn ich mal zum Beispiel die Nase und die Wangen gemacht habe, aber die Stirn nicht. Das kann mal passieren, aber... also die Wangen habe ich, glaube ich, jetzt bei jedem Schritt auf jeden Fall gemacht. Aber manchmal komme ich durcheinander. Obwohl es nicht so schwer ist. Das ist eigentlich, sind eigentlich einfache Schritte, aber... Ja... Gut, meine Stirn ist orange. What else is new? So, ich bin mal ein bisschen näher gekommen für den Endspurt, damit ihr das Meisterwerk in seiner vollen Vollendung, also hier so genauso solltet ihr euer Contouring immer verblenden, Freunde, nicht. Okay, langsam sieht es hier auch ein bisschen versaut, sage ich schon. Na, ihr wisst, was ich meine. Langsam ist es eine Sauerei. Und ich packe nachher gleich mal den Staubsauger aus, aber vorher die Abschminktücher. Und meine Freunde, wir haben die letzten 5, denke ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mehr als 100 haben. Wenn ich fleißig auf Record gedrückt habe, dann habe ich alles drauf. Und dann kann ich ja nochmal nachzählen, aber ich glaube, wir haben mehr als 100. Definitiv. 110, 120. Jetzt habe ich mich schon wieder verzählt. Okay, jetzt machen wir, ich glaube, jetzt sind es noch 2. 1. Machen wir 3. Machen wir 3 zur Sicherheit. 2. Und... Letzte Runde. Contouring. Also, hier seht ihr das Ganze. Ich finde, es sieht halt ein bisschen wie Sonnenbrand aus. Einfach macht das mal, damit es so ähnlich ist wie Contouring zumindest. Ist ja natürlich echt gar nicht, also ist ja jenseits von Gut und Böse. So. Ist natürlich auch... warum ich so weit runter. Also, bitte nicht zu Hause nachmachen. Und wenn dann nur aus Spaß. Also eigentlich sollte das hier enden. What the fuck? Ja, wunderschön. Was soll man dazu noch sagen? Also, mein Bronzer, muss ich sagen, hat sich kaum aufgebraucht. Moment, ich zeig's euch. So, seht ihr, das sieht eigentlich noch fast wie neu aus. So. Voll gut, ne? Ihr könnt mir mal schreiben, woran. Irgendwie erinnert es mich auch an ein Äffchen. Ich weiß nicht warum.
Gibt es Äffchen, die dann hier so hell sind? Und naja, egal. Auf jeden Fall war das die Challenge. Wie gesagt, ich weiß selber, es ist ziemlich sinnfrei und gilt nur zur Unterhaltung, ihr Lieben. Und hat aber richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch auch natürlich. Schaut bei meinem letzten Video vorbei. Gestern kam ein Überraschungsvideo online, falls ihr es nicht gemerkt habt. Da habe ich nämlich eigentlich auch eine Challenge gemacht. Und zwar mich mit Kinderschminke geschminkt. Das ist aber im Gegensatz zu dem hier sogar gar nicht mal so schlecht geworden, sodass ich sagen kann, damit kann man auch rausgehen. Auf jeden Fall ist es auch nochmal in der Infobox verlinkt. Abonniert natürlich meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und habt einen wunderschönen Tag. Tschüss!